Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klötzchens kreativer Ecke. Heute zeige ich euch, wie ich diesen Teil unseres Flurs verändert habe und Mimi und Merlin waren natürlich auch wieder dabei. Ich freue mich, dass es nun nach der Sommerpause endlich weitergehen kann mit neuen Folgen. Ist die Sommerpause schon rum? Wer hier zum ersten Mal ist, ich bin Julia und hier dreht sich alles um DIYs, Upcyclings und Makeovers. Heute mit einem Flur-Makeover Teil 2. Ich hatte in dem allerersten Video über dieses Kallax-Regal ja schon mal gesagt, dass das eigentlich Teil 1 war meiner großen Flurumgestaltung. Und heute sitze ich im Flur, diese Wand hinter mir, die habe ich umgestaltet und wie die vorher aussah und was ich da alles gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Vorher sah der Flur so aus, ein paar Bilder hatte ich zwischenzeitlich schon aufgehängt und diese Bank habe ich für unsere gemütliche Sitzecke in der Küche aufgemöbelt. Stattdessen sollte nun diese schöne alte Schwedenbank den Flur zieren, die Merlin natürlich auch gleich mal neugierig inspizieren musste. Jetzt werde ich zuallererst mal eine Streichprobe machen, denn die Wand hat eine Raufasertapete und deswegen probiere ich das jetzt einmal aus, weil ich überhaupt keine Lust habe, die Tapete abzumachen. Und zwar einmal mit der Alpina feine Farbe Hüterin der Freiheit. Die soll im unteren Bereich gestrichen werden. Was mich ein bisschen stört, ist, dass, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, sich hier schon so leichte Punkte durchdrücken. Also es sieht so ein bisschen aus, als sind da vielleicht Fettflecken. Die Tapete ist jetzt auch schon fast 10 Jahre drauf. Und es kann sein, dass ich da vorher nochmal mit einer Grundierung drüber gehen muss. Da habe ich eigentlich auch nicht so Bock drauf. Aber gut, ich lasse es erstmal trocknen und probiere mal die weiße Farbe aus. Dafür habe ich Alpina Weiß, das Original, verwendet, die heißt wirklich so. Die ist frei von Lösungs- und Konservierungsmitteln und soll ebenfalls ein mattes Ergebnis bringen. Der zweite Anstrich mit der grünen Farbe hat zum Glück prima gedeckt und auch die Tapete hat das Streichen super vertragen, also konnte es jetzt an die Vorbereitungen gehen. Zuerst habe ich alte Schrauben und Nägel entfernt und die Löcher mit einer Fertigspachtelmasse zugemacht. Um Türen oder sonstige Kanten abzukleben, verwende ich immer Frog Tape. Das ist zwar etwas teurer als herkömmliches Malerband, aber hier ist es meiner Erfahrung nach keine gute Idee, Geld zu sparen. Dann habe ich mir noch eine Linie gezogen, an der die beiden Farben aufeinandertreffen sollten. Und das Frog Tape von unten an diese Kante angeklebt. Morgen, es ist ein neuer Tag. Ich habe gestern eigentlich den Tag damit verbracht, den Sonntag damit verbracht, abzukleben, alles abzumontieren, die Schrauben und Nägel rauszumachen, die danach nicht mehr da sein sollen, die Löcher zugemacht. Und das hat doch ziemlich lange gedauert. Ich finde, diese Vorbereitungszeit ist immer ganz schön anstrengend. Und jetzt kann es gleich losgehen mit Streichen. Aber ich werde zuerst den oberen Bereich weiß streichen. Obwohl ich eigentlich total gerne mit der Farbe anfangen würde, weil das einfach mehr Spaß macht. Aber Farbe hat ja eher die Tendenz, nach unten zu kleckern. Und wie ich mich kenne, wenn ich jetzt erst unten streichen würde, hätte das wahrscheinlich hinterher lauter kleine weiße Farbspritzer. Also mache ich jetzt erstmal die langweilige Arbeit und dann kommt der Spaß. Für den Anstrich habe ich einen langen Pinsel und eine Farbwanne für die Ecken und Kanten genutzt.
Und dann für die großen Flächen eine große Farbrolle und so ein Abstreifgitter, das man direkt in den Eimer hängen kann. Aber bevor es dann wirklich losgehen konnte, musste erst noch mal eine Runde gekuschelt werden. Und so eine Treppe ist natürlich der beste Platz, um alles zu beobachten. Zuerst habe ich mit dem Pinsel alle Kanten entlang meines Malerbands gestrichen und dann mit der großen Rolle die Flächen. Die Aufnahmen hierzu erspare ich euch, denn weiß auf weiß ist wirklich nicht spannend anzusehen. Ich werde jetzt zuallererst mal dieses mittlere Band entfernen, weil ich habe das vorhin ja von unten an die Bleistiftkante geklebt und werde das Ganze jetzt einmal von oben an die Bleistiftkante kleben. Und weil das Frogtape noch so gut geklebt hat, habe ich es einfach nochmal verwendet und nur etwas höher gesetzt. Und dann konnte es endlich mit der Farbe losgehen. Auch hier habe ich zuerst mit dem Pinsel die Kanten vorgestrichen und mit der Rolle dann die Flächen. Und jetzt kommt natürlich noch der schönste Moment, das Band abmachen. Also die Kante ist nicht ganz perfekt geworden. Ich glaube wirklich, wenn man das Klebeband zweimal benutzt, ist keine gute Idee. Aber mir kam es ja nicht auf die perfekte Kante an, sondern hier kommt die Leiste drüber. Oh, jetzt kann das noch trocknen. Unten ist es noch ein bisschen fleckig, weil es noch teilweise nass ist. Und ich freue mich schon, wenn ich morgen früh die Treppe runterkomme und dann bei Tageslicht das Ergebnis sehe. Gute Nacht. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Und mit neuer Energie geht es heute an die Leisten. Und zwar soll ja eine Leiste auf diese Farbkante hier kommen. Ursprünglich hatte ich eine etwas breitere, leicht gewellte, schnörkelige, so eine schöne Leiste. Die kennt man als Deckenleiste oder Fußleiste oder eben auch von Altbauten, die so auf dieser Höhe angebracht sind. Aber irgendwie hatte ich Angst, dass es jetzt ein bisschen zu kitschig wird. Und es ist kein Altbau, das ist ein moderner Bau. Und ich wollte das jetzt ein bisschen modern interpretieren und habe mich deshalb für so eine ganz schmale, schlichte Holzleiste entschieden und die werde ich jetzt auf die passende Länge zusägen und dafür muss ich vorher einmal ausmessen. Für dieses Projekt habe ich zum ersten Mal meine neue Kapp- und Gärungssäge von Einhell verwendet. Wer meine Videos schon länger schaut, der weiß, dass ich inzwischen einige Geräte von Einhell habe. Ich mag dieses Akkusystem einfach unglaublich gerne, da ich damit überall arbeiten kann, wie zum Beispiel hier an diesem schönen Tag draußen. Ihr könnt dafür aber auch eine stinknormale Handsäge benutzen. Außerdem habe ich einen Gehörschutz, eine Schutzbrille, etwas zum Ausmessen, einen Bleistift, die Leisten und natürlich meine Maße benötigt. Die Schnittstellen habe ich danach abgeschliffen und zwar mit meinem Multitool, ebenfalls von Einhell, und ich konnte dafür auch gleich einen der Akkus verwenden. Aber auch hier könnt ihr zum Beispiel mit ganz einfachem Schleifpapier arbeiten. So, und jetzt der spannende Moment, ob die Teile passen. Ich fange mal mit dem ganz kleinen Teil hier an. Okay, das könnte ich jetzt hier reindrücken. Das passt gerade so, ist vielleicht gar nicht schlecht, weil ich sowieso gerade überlegt habe, ich das klebe. Wie halte ich das fest, damit es trocknet? Stehe ich hier eine Stunde? Nee. Also wenn es so quasi gerade in die Lücken passt, finde ich es eigentlich ganz gut. Das ist ein bisschen zu lang. Okay, hier werde ich also jetzt ein bisschen noch abschleifen. Und nachdem dann alle Leisten gut gepasst haben, konnte ich sie anstreichen. Und zwar habe ich dafür den Rest von der Tumfarbe Connemara 5E verwendet, womit ich mein Kallax-Regal gestrichen hatte. Das ist ebenfalls eigentlich eine Wandfarbe, aber man kann sich die Farbe auch in anderen Qualitäten, wie zum Beispiel als Lack, anmischen lassen. So, die Teile sind getrocknet und ich werde sie jetzt mit Kleben statt Bohren
an die Wand kleben. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ja dieses Kallax-Regal, die Leisten zum Beispiel, da mit angebracht und das Zeug fällt echt richtig super. Ich bin halt mal gespannt, wie das jetzt ist, ob ich das halten muss oder ob es reicht, dass ich das kurz andrücke. Ansonsten muss ich vielleicht doch noch kleine Löchlein reinbohren. Bei dem kleinen Stück habe ich festgestellt, dass man etwas weniger Kleber verwenden kann und Überschüssiges mit einem Papiertuch entfernt. Für die große Leiste brauchte ich dann Hilfe. Zuerst habe ich mir einmal markiert, wo genau die Leiste platziert werden soll, dann verklebt und danach fest angedrückt. Um das exakte Maß auf die andere Seite der Tür zu übertragen, habe ich die genaue Höhe ausgemessen und das Ganze dann links neben der Tür übertragen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so leicht geht. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass ich da doch noch bohren muss, aber ich glaube, weil ich diese ganz dünnen, leichten Leisten genommen habe, die wirklich kaum was wiegen, reicht das mit diesem Kleben statt Bohren. Und jetzt kommt der schöne Teil, denn jetzt kann ich die Wand dekorieren. Herrlich. Ich habe lange nach einer schönen alten Schwedenbank gesucht und sie dann über eBay Kleinanzeigen gefunden. Und sie hat sogar Stauraum. Dieses unglaubliche schöne Kunstbild, das kommt jetzt hier über die Bank. Das hing bisher im Wohnzimmer, aber ich möchte gerne ein paar Bilder umtauschen bei dieser Gelegenheit. Und jetzt, da ja die Löcher zu sind, konnte ich das endlich machen. Das haben mein Mann und ich auf dem Kunstmarkt Bad Saro erstanden und es heißt Lichtblick. Ich finde es total schön. Ich weiß leider nicht genau, wie die Künstlerin heißt, weil ich kann den Namen nicht entziffern. Ich werde aber versuchen, es rauszufinden und wenn ich es weiß, dann schreibe ich euch den Namen oder vielleicht hat sie auch eine Webseite unten in die Infobox und das hänge ich jetzt hier drauf. Diese alten Schuhspanner habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und sie als Wandhaken umfunktioniert. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in einem meiner nächsten Videos. Zur Erinnerung noch einmal, wie der Flur vorher aussah. Und hier das Ergebnis. Alle Artikel, die ich neu dazu gekauft habe, wie zum Beispiel die Wandvase oder einige der Kissen, verlinke ich euch auch unten in die Infobox. Das war's für heute aus Klötzchens kreativer Ecke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Es wird auf jeden Fall noch ein Flur-Makeover Teil 3 geben, denn diese Ecke hier, da steht ein alter Pax-Schuhschrank. Den möchte ich zum Einbauschrank machen. Das seht ihr dann auch demnächst. Und ja, wenn ihr möchtet, abonniert gerne den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und kreativ. Euer Klötzchen.